Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zum heutigen Festakt anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Reinhold-Meyer-Stiftung. Wir feiern ja heute gleich zwei Geburtstage oder einen Geburtstag und eine eiserne Hochzeit, wenn man so möchte. Die Reinhold-Meyer-Stiftung wird 40 Jahre alt und das Land Baden-Württemberg 65. Aus Anlass des 25-jährigen Landesjubiläums wurde die Stiftung am 23. April 1977 gegründet. Und gleich, ob nun 40. Geburtstag oder eiserne Hochzeit, wenn ich in die Runde blicke, ist es tatsächlich wie ein richtiges Familienfest, zu dem die Familienmitglieder aus nah und fern gekommen sind. Zweck und Ziel der Reinhold-Meyer-Stiftung sind in den Statuten kurz und bündig genannt und sind doch von enormer Vielseitigkeit. Aufgabe der Stiftung, so heißt es in den Statuten, ist es, allen Interessierten, insbesondere der heranwachsenden Generation, Wissen im Sinne liberaler Grundhaltung zu vermitteln, Persönlichkeitswerte lebendig zu erhalten und demokratische Grundlagen in der Politik zu vermitteln. Ganz im Sinne Reinhold Meyers geht es auch darum, Politik nicht zu einem Selbstzweck zu gestalten, sondern als gelebte Wertschätzung und Orientierung an den Bürgern. So sagte er 1959 in seiner Geburtsstadt Schondorf: Die Ursubstanz richtig aufgefasster Remstal-Politik ist die Demokratie von unten. Die Demokratie muss unten da sein. Ist sie dort nicht vorhanden, ist sie bestimmt auch nicht oben. Eigentlich ist es also ganz einfach. Man nehme Bürgernähe und Bodenständigkeit und mache sie zur Basis liberaler Politik. Mit Ihrem Besuch bringen Sie nicht nur Ihre Wertschätzung der Reinhold-Meyer-Stiftung gegenüber zum Ausdruck. Sie gehören ja noch alle zur heranwachsenden Generation und sind damit vorbildliche Persönlichkeiten unserer Demokratie und Multiplikatoren freiheitlicher Politik. In diesem Sinne freue ich mich als Vorsitzender der Reinhold-Meyer-Stiftung sehr über Ihre Teilnahme. Namentlich begrüße ich sehr herzlich zunächst meinen Vorgänger als Stiftungsvorsitzenden, Herrn Justizminister AD, Professor Dr. Ulrich Goll, mit seiner Frau Julia und seiner Tochter. Ganz herzlich willkommen, lieber Uli. Professor Goll hat die Geschichte der Reinhold-Meyer-Stiftung in über 25 dieser 40 Jahre maßgeblich mitbestimmt. Und Sie haben es ja in der ersten Einladung in dem sogenannten Save the Date gesehen, dass der ursprüngliche Einladungsort in Waiblingen, in der Schwaben, im Bürgerzentrum war. Nun gab es leider durch Brandstiftung am Bürgerzentrum einen solch großen Schaden, dass die Veranstaltung heute nicht in der Heimatgemeinde, im Heimatort der Familie Goll stattfinden konnte, und wir sind dankbar, dass wir so kurzfristig hier in der Schwabenlandhalle aufgenommen wurden und dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass die erste Bürgermeisterin der Stadt Waiblingen, die trotz dieses Ortswechsels zugesagt haben, das Grußwort zu machen, also Sie finden nun viele Waiblinger Grußworte hier in der Region, in den nächsten Wochen. Sie hat uns gestern mitgeteilt, dass sie krankheitsbedingt nicht kommen kann. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung. Aber ich sage einen ganz herzlichen Dank an die Stadt Waiblingen, dass sie sogleich für eine sympathische und liberal erfahrene Vertretung gesorgt hat. Ich freue mich, dass du, liebe Julia, als Stadträtin und stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Waiblingen das Grußwort der Stadt Waiblingen übernimmst. Wie gut, dass du heute Vormittag nichts anderes vorgehabt hast.
Zu einem Festakt gehört ein versierter Festredner, einer, der sich auskennt, einer, der die Reinhold-Meyer-Stiftung aus dem FF kennt, einer, der die Stiftung von Anfang an begleitet hat, der sie aus der Taufe gehoben hat. Ganz besonders begrüße ich Sie, lieber Herr Professor Jürgen Morlock, als Ehrenvorsitzenden des FDP-Landesverbandes und Gründungsvorsitzenden der Reinhold-Meyer-Stiftung. Ich danke Ihnen, dass Sie heute die Festrede dieser Veranstaltung machen. Herzlich willkommen, lieber Herr Morlock. Ebenso herzlich begrüße ich die Generalsekretärin der Freien Demokraten hier im Stammland des Liberalismus, Judith Skudelny, die nachher gemeinsam mit Uli Goll, mit Jürgen Morlock und mit mir auf dem Podium Platz nehmen wird, um über die Aufgaben politischer Bildung heute zu diskutieren. Herzlich willkommen, liebe Judith Skudelny. Die Moderation hat dankenswerterweise Frau Bettina Wieselmann übernommen, was mich ganz besonders freut. Sie hat als landespolitische Korrespondentin und Leiterin des Redaktionsbüros der Südwestpresse in Stuttgart nicht nur die Politik, sondern auch die Entwicklung der Reinhold-Meyer-Stiftung selbst beobachtet. Herzlich willkommen, liebe Frau Wieselmann. Mit ihr zusammen begrüße ich ganz herzlich die Vertreter der Medien, insbesondere der Fellbacher und der Waiblinger Kreiszeitung. Lassen Sie mich jemanden begrüßen, dem ich an dieser Stelle im Namen der gesamten Festversammlung noch herzliche Glückwünsche zu seinem 85. Geburtstag überbringen möchte. Begrüßen Sie mit mir den Ehrenpräsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Herrn Hans-Peter Stiel. Lieber Herr Stiel, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ihr unternehmerisches und gesellschaftliches Wirken ist wirklich besonders beeindruckend und Ihre Meinung ist bis heute vielfach gefragt. Und mögen viele Menschen Ihre fundierten politischen Analysen und Schlussfolgerungen folgen und sich zu Herzen nehmen. Ich habe diese Woche mit großem Interesse das Interview in der Stuttgarter Zeitung gelesen. Gestatten Sie mir, dass ich einige weitere Gäste stellvertretend für Sie alle im Saal begrüße und würde vorschlagen, dass Sie den Applaus für alle dann gesammelt am Ende der Begrüßung dann vornehmen, damit alle gleichermaßen begrüßt sind. Unser Verwaltungsratsmitglied und Landesvorsitzender der Freien Demokraten, Michael Theurer, ist genauso wie unser Fraktionsvorsitzender unserer Fraktion im Landtag, beide bei Terminen im Auftrag des Liberalismus. Ich darf Sie von beiden ganz herzlich grüßen. Aber ich freue mich, dass heute die stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Baden-Württemberg da ist. Herzlich willkommen, liebe Gabriele Heise. Als Vertreterin der FDP-Landtagsfraktion begrüße ich die Stuttgarter Abgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr und aus dem Enzkreis den Professor Dr. Erik Schweigert. Zudem freue ich mich über die Anwesenheit der Regionalräte Gudrun Wilhelm und Armin Servani. Unserer langjährigen Landesvorsitzenden Birgit Homburger, die ich wie Patrick Luig und Sascha Fieg als Mitglieder des Verwaltungsrates der Reinhold-Meyer-Stiftung begrüße, sage ich einen herzlichen Dank, auch dass Sie schon gestern angereist sind zu unserer Sitzung des Verwaltungsrates. Mit ihr begrüße ich die ehemaligen liberalen Abgeordneten im Landtag und im Bundestag, Herrn Wirtschaftsminister AD Ernst Pfister mit seiner Frau Doris, Herrn Oberbürgermeister AD Jürgen Hofer, Herrn Dr. Wolfgang Weng mit seiner Gattin Claudia sowie Herrn Werner Simling, den ich allerdings jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Ich freue mich sehr über die Anwesenheit des früheren Generalbundesanwaltes, Herrn Harald Range. Ein herzliches Grüß Gott gilt allen Amts- und Mandatsträgern. Stellvertretend für die vielen begrüße ich neben
Herrn Bürgermeister Rupert Metzler als Landesvorsitzenden der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker, Herrn Bürgermeister Daniel Bullinger und insbesondere den früheren Oberbürgermeister von Waiblingen, Herrn Dr. Ulrich Gauss. Wie er sind heute noch einige weitere Träger der Reinhold-Meyer-Nadel zu diesem Anlass nach Fellbach gekommen. So freue ich mich sehr über die Anwesenheit von Herrn Jürgen W. Morlock und Frau Elka Röllicke aus Karlsruhe und natürlich Uli Theurer, der selbst auch lange als Mitglied des Verwaltungsrates der Stuttgart, der Stiftung aktiv war. Und ich begrüße auch Peter Friedrichsson aus Winnenden. Stellvertretend für die vielen Partnern in den vergangenen Jahrzehnten begrüße ich die Geschäftsführerin der Theodor-Heuss-Stiftung, Frau Brigitta Reinhardt, und den Landesvorsitzenden der liberalen Senioren, Herrn Dr. Wolfgang Allehof, sowie den Vorsitzenden des Landesverbandes liberaler Hochschulgruppen, Björn Flechtner. Ich freue mich ganz besonders, dass auch die stellvertretende Vorsitzende des Landesseniorenrates, Frau Eva Balz, da ist. Und ich freue mich, ganz herzlich willkommen zu heißen, die Geschäftsführerin des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in Baden-Württemberg, Jutta Pagel-Steitel. Und jetzt dürfen Sie einen gebündelten, starken Applaus für alle Gäste machen. Herr Eger ist noch gekommen, dann darf ich, ja, Herr Eger, prima, die weiteste Anreise. Ich darf Sie noch ganz herzlich begrüßen, der Herr Eger, und da machen wir natürlich nochmal einen Applaus, ist ja klar, der Herr Eger als langjähriger Geschäftsführer der Reinhold-Meyer-Stiftung und nach wie vor als Forenleiter der Stiftung sehr eng verbunden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Reinhold Meyer zitieren. Meine sehr geehrten Abgeordneten, gemäß § 14 Absatz 4 Satz 2 wird hiermit der Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Regierung auf den gegenwärtigen Augenblick, nämlich auf Freitag, den 25. April 1952, 12.30 Uhr festgestellt. Mit exakt diesen Worten verkündete Reinhold Meyer vor 65 Jahren in einer Sitzung des Landtags die Geburt des Südweststaats. Dass diese Geburt nicht einfach war, dass sie von langen und streitigen Diskussionen begleitet wurde, ist bekannt. Viele hatten Zweifel, ob denn aus der Verbindung überhaupt etwas Erfolgreiches hervorgehen könne. Denn schließlich handelte es sich anfangs beim Zusammenschluss der drei Länder Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden keineswegs um eine Liebesheirat, sondern vielmehr um eine Vernunftehe. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass dieses Land von Theodor Heuss als Glücksfall der Geschichte bezeichnet, ein Resultat nüchterner Vernunft ist. Die Entstehung Baden-Württembergs war in vielerlei Hinsicht einmalig. Bis heute ist nämlich dieses Bindestrichland das einzige Beispiel, bei dem die Bevölkerung erfolgreich über die Neugliederung abstimmte. Dass es aber überhaupt zu dieser Erfolgsgeschichte gekommen ist, ist auch Teil der Lebensleistung eines Mannes, der hier im Remstal geprägt wurde, unserem Stiftungspatron Reinhold Meyer. Der Fuchs aus dem Remstal war noch der harmloseste Beiname, den man ihm gab. Dass dieses Attribut nicht ganz unberechtigt war, wurde vor 65 Jahren offenbar, als er zum ersten Ministerpräsident Baden-Württembergs gewählt wurde. Das Amt war ihm in der Sache freilich nicht fremd, war er doch seit Kriegsende bereits Ministerpräsident des Landes Württemberg-Baden. Doch dass er nach den erfolgten Volksabstimmungen als Liberaler, mithin Teil einer kleineren Fraktion und ohne Einbindung der Christdemokraten eine Mehrheit für sich organisieren konnte, war schon ein Coup, der viele erstaunte. Die Landesgründung und die damit verbundene Regierungsbildung durch die Demokratische Volkspartei Meyers mit der SPD und dem Bund
der Heimatvertriebenen wurden in Bonn insbesondere von Konrad Adenauer kritisch verfolgt. Von ihm ist die Sentenz überliefert: Die Württemberger sind gefährliche Leute. Der gefährlichste aber ist der Dr. Meyer. Dass es zwischen Liberalismus und Südweststaat eine ganz besondere Verbindung gibt, zeigt auch die Tatsache, dass die FDP seit der Gründung des Landes vor 65 Jahren ununterbrochen mit einer Fraktion im Landtag vertreten war und darüber hinaus nahezu 30 Jahre Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg übernommen hatte. Gestatten Sie mir abschließend noch einige kurze Gedanken zum heutigen Festakt. Wir alle sehen mit Sorgen auf die weltpolitische Entwicklung und auf die Auswirkungen in unserer Gesellschaft. Die Konflikte der Welt sind bei uns angekommen. Politische Instabilitäten drohen nicht nur von Terrornetzwerken, sondern auch von nationalen und internationalen politischen Radikalisierungen. Liberalität, Bürgerrechte, Toleranz und Humanität, Werte, in der unsere Gesellschaft, unsere Demokratie und unser Wohlstand entstanden sind, stehen plötzlich mehr und mehr in Frage. Deshalb bedarf es umso mehr des Engagements für unsere gemeinsame freiheitlich-demokratische Solidarität. Darum müssen wir die Geschichte wachhalten und uns für einen tragfähigen, freiheitlichen und toleranten Gesellschaftsentwurf einsetzen. Es darf uns nicht egal sein, wenn zum Beispiel, wie vor einigen Tagen, die Physikerin und Schriftstellerin Asli Erdogan keine Ausreise aus der Türkei erhält, um in Stuttgart die Theodor-Heuss-Medaille in Empfang zu nehmen. Der Literaturnobelpreisträger und bekennende Liberale Mario Vargas Llosa nennt als Grundprinzipien des Liberalismus das Bekenntnis zur Demokratie, zur freien Marktwirtschaft und zum Primat der Interessen des Individuums gegenüber des Staates. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Liberalismus glaubt an den freien Menschen und nicht an einen Staat, der die Freiheits- und Bürgerrechte einschränkt. Für meine Generation und die meiner Kinder reift nach und nach die Erkenntnis, dass Demokratie und Freiheit nicht so selbstverständlich ist, wie wir das in den letzten Jahren erlebt hatten. Die politischen Ereignisse im Gründungsjahr der Reinhold-Meyer-Stiftung sind aber vielen von Ihnen noch sehr lebendig im Gedächtnis. Die RAF hatte viele Menschen in Deutschland in Angst und Schrecken versetzt. Im April 1977 wurde Generalbundesanwalt Siegfried Buback ermordet, im Juli Jürgen Ponto, Vorstandssprecher der Dresdner Bank, und im Oktober Arbeitgeber Präsident Hans-Martin Schleyer. Die Gründung der Reinhold-Meyer-Stiftung fiel also in eine Zeit, die die besondere Dringlichkeit politischer Bildungsarbeit aufzeigt. Politisches Engagement ist wichtiger denn je. Es ist mir also nicht bange um zu wenige Betätigungsfelder der Reinhold-Meyer-Stiftung in den nächsten 40 Jahren. Mögen wir aber bei allen Herausforderungen unseren Optimismus, unseren Humor und unsere Hoffnung nicht verlieren. So war das auch 1977. Spanien zum Beispiel hatte am 15. Juni 1977 nach über 41 Jahren erstmals wieder freie Wahlen und stellte den Antrag auf Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft. In England schaffte die Rockband Dire Straits den musikalischen Durchbruch. Der Vatikan erklärt, dass die katholische Kirche bei der Eröffnung neuer Kirchen auf die bislang vorgeschriebene Teufelsaustreibung verzichtet. Und in Baden-Württemberg sorgten die Freien Demokraten dafür, dass die Reinhold-Meyer-Stiftung an den Start ging. Ich wünsche uns einen vom Liberalismus erfüllten Tag, und ich darf nun das Wort an die
Stadträtin und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Waiblingen, Julia Goll, überreichen und danke Ihnen nochmal sehr herzlich für Ihren Besuch heute hier in Fellbach. Herzlichen Dank.